Herzlich willkommen zur Präsentation meiner Bachelorarbeit, einer Buchgestaltung zum Thema Optimismus. Zunächst gebe ich eine kleine Einführung zu meinem Thema, erläutere meine inhaltliche Gliederung, dann geht es weiter zu meiner Farb-, Bild- und Formkonzeption, zur Umsetzung und am Schluss werde ich ein kleines Fazit zum Thema ziehen. Warum das Thema Optimismus? Jeder Mensch hat Ziele. Sie können viele Formen annehmen. Es kann das Geld sein, die Liebe, die Bildung oder die Karriere, die Gesundheit und vieles mehr. Aber erwarten wir auch, diese Ziele zu erreichen? Dies ist einer der vielen, aber vielleicht einer der bedeutendsten Unterschiede zwischen Optimisten und Pessimisten. Der Optimist glaubt an das Gelingen, der Pessimist denkt, das klappt ja sowieso nicht. Jeder, der seine Träume verfolgt, ist damit schon mal gescheitert. Und wie wir mit unserem Scheitern umgehen, wird vor allem bestimmt von den Erwartungshaltungen, mit denen wir gestartet sind. Um meinen Punkt zu verdeutlichen, nehmen wir mal ein einfaches und allseits bekanntes Beispiel, die Sportroutine. Ich bin bestimmt nicht der einzige Mensch, der damit Probleme hat. Die meisten haben schon mal versucht, sich eine vernünftige Sportroutine zuzulegen. Der Optimist glaubt, dass ihm das gelingt. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Der Pessimist denkt, er probiert es mal, aber er weiß nicht, ob das jetzt so hinhaut. Beide starten motiviert, halten eine Weile durch, solange die Begeisterung des Anfangens einen noch trägt. Aber dann irgendwann wird es anstrengend und es kommt was dazwischen. Man findet die Zeit nicht mehr. Und dann ist die Routine auf einmal wieder futsch. In diesem Moment, wo man zum ersten Mal scheitert, kommen die unterschiedlichen Einstellungen zum Tragen. Der Pessimist erwartet einen negativen Ausgang. Er sieht sich bestätigt und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen weiteren Versuch starten, seine Sportroutine in seinen Alltag zu integrieren. Die Erwartungshaltung des Optimisten hingegen ist nicht erfüllt. Er glaubt noch immer daran, dass er das schon irgendwie hinkriegen wird. Bei uns Menschen bestimmt unsere Erwartungshaltung den Zeitpunkt, an dem wir mit etwas aufhören. Wenn die Möglichkeit besteht, werden wir weiter an unseren Zielen arbeiten, bis das eintritt, was wir in unserem Inneren bereits ausgestaltet haben. Aus diesem Grund probiert der Optimismus es wieder, wieder und wieder und wieder. Selbstverständlich wird er auch immer wieder Rückschläge hinnehmen müssen, aber dadurch lernt er und wird immer nur besser, bis er dann sein Ziel erreicht hat. Der Optimist kommt voran, der Pessimist scheitert. Das zeigt, dass der Glaube an die Zuversicht notwendig ist, um unsere Ziele zu erreichen. Wir brauchen die entsprechende Erwartungshaltung an unser Ziel, um es erreichen zu können. 80% aller Menschen sind bezogen auf ihre eigene Zukunft optimistisch. Das liegt daran, dass dieses Prinzip für uns natürlich ist. Der Optimismus liegt uns im Blut. Dabei sind sich die meisten Menschen ihrer optimistischen Verzerrung nicht einmal bewusst. Sie sagen, sie seien Realist, denn Optimist sein, das klingt zu sehr nach dem Klischee, dem halbvollen Glas. Und dabei ist das Paradoxe, für uns selbst sehen wir eine rosige Zukunft, aber für die Welt sehen die allermeisten schwarz. In Deutschland glauben nur 4% der Menschen daran, dass die Welt besser wird. Aber wenn wir bedenken, wohin seine Denkmuster den Optimisten bringen und wohin den Pessimisten, dann stellt sich die Frage, was macht es mit unserer Welt, wenn wir die Ziele unserer Gesellschaft, unserer Länder, unseres Planeten so pessimistisch betrachten? Schaffen wir es mit einem pessimistischen Ausblick auf die Welt, diese zu verbessern? Oder brauchen wir doch den Optimismus, der uns motiviert, es immer wieder zu probieren? Wie relevant ist der Optimismus für unsere Gesellschaft? Die Relevanz des Optimismus, das ist das Thema meines Buches. Es ist ein Plädoyer für den Optimismus. Dazu habe ich meine Gedanken festgehalten und mit fremden Texten ergänzt. Das Buch ist in 5 Kapiteln gegliedert. Das erste erklärt, was Optimismus ist und wie er uns beeinflusst. Das zweite dreht sich um den Umgang mit Optimisten. Das dritte behandelt die Negativität. In Kapitel 4 geht es um mangelnde Zuversicht in der Politik. Und im fünften geht es um unsere Zukunftsvision. Wir kommen zur Konzeption. Die Eigenschaften eines Optimisten sind Ausgangspunkt meines Konzeptes. Der Optimist sieht stets das Gute und glaubt an den Fortschritt
Das würden ihm manche als Naivität auslegen. Er ist fröhlich, verträumt und vor allem idealistisch. Eine seiner hervorstechendsten Eigenschaften ist jedoch, dass er zwischen Traum und Realität keinen direkten Widerspruch sieht. Träume sind Realitäten, die es zu erreichen gilt. Darauf basiert mein Farbkonzept. Ich stelle in bunten, fröhlichen Farben die Traumwelt des Optimisten dar. Er sieht die Welt positiv verfärbt, deswegen ist das gesamte Buch in dieser Farbwelt gehalten. Jede Seite ist farbig. Der Optimist tönt seine Welt positiv ein. Jetzt ist es aber so, dass Optimisten nicht nur träumen, sondern sie glauben auch an die Umsetzung dieser Träume. Also muss ein Realitätsbezug her. Dieser wird durch das Bildkonzept erfüllt. Es wird eine fotografische Ebene der Traumwelt hinzugefügt. Die Bilder in Schwarz-Weiß stellen die ungefärbte Realität dar, die eben nicht in der Farbwelt des Optimisten eingetaucht wird. Dabei wird das schwarz-weiße Bildmaterial stets durch farbige Elemente ergänzt. Die Farb- und Bildebene stehen so in direktem Bezug zueinander. Sie widersprechen sich und koexistieren zugleich innerhalb der Gedankenwelt. Innerhalb des Buches werden zwei Schriftarten verwendet, Sansita und Open Sans. Die Sansita ist durch die Mischung von Kalligraphie, Typografie und Lettering eine heitere und lebhafte Schrift. Verwendet wird sie für Headlines und Zitate. Innerhalb des Layouts wird sie mit einer besonderen Anordnung versehen. Eine Linie von 8 Grad visualisiert den stetigen Fortschritt, die dauerhafte Verbesserung, an die der Optimist glaubt. An dieser Linie wird die Sansita aufgehangen. Innerhalb des Layouts erhält sie so einen frei schwebenden, träumerischen Charakter. In Form von Zitaten durchbricht sie immer wieder die Textblöcke. Die Open Sans ergänzt den heiteren, träumerischen Charakter der Sansita durch die notwendige Realitätsnähe. Sie wird für Fließtexte, Intros und Interviewfragen verwendet. Ein weiteres grafisches Element ist die Doppelung von Schriften, Formen und Bildmaterial. Die Elemente springen so weiter nach vorne. Sie sind eine Anlehnung an Text- und Bildeffekte der 60er und 70er Jahre. Diese beiden Jahrzehnte sind die letzten, die sich durch einen starken gesellschaftlichen Optimismus ausgezeichnet haben. So hält der Optimismus dieser Jahrzehnte als kleines Detail in der Gestaltung wider. Die Doppelung unterstreicht die enthusiastischen Aussagen und Bilder, die mit ihr versehen sind. Das Buch hat eine Größe von 210x260 mm. Vorder- und Rückseite des Buches ergeben zusammen den Kürzel für das Wort okay, den Ausruf dafür, dass alles in Ordnung ist. Das Buch gibt so seine Geisteshaltung nach außen weiter. Es handelt sich um eine offene Fadenbindung. Eine Besonderheit hierbei ist der farbig wechselnde Faden, der die Kapitelfarben nach außen hin zeigt. Das Buch versteckt also seine Botschaft nicht, sondern schreit diese farbig nach außen. Entstanden sind 220 Seiten, die sich aus Kapitelseiten, Introseiten, Fremdtexten, Interviewstrecken, Zitat halb, die Seiten sind in einem leichten Rosaton gehalten. In den oberen äußeren Ecken befindet sich die Kapitelangaben, die mit kleinen Buttons die Kapitelnummer angeben. Darunter befindet sich der Kapitelname. Introtexte sind einspaltig gesetzt, Fließtexte zweispaltig, Headlines orientieren sich optisch am oberen Rand. Bei Fremdtexten beginnt der Fließtext nicht direkt unter der Headline. Davor wird ebenfalls an der optimistischen Linie orientiert der Autor und der Introtext gesetzt. Interviewseiten sind dreispaltig gesetzt. Hier werden die Interviewfragen durch die Schrägstellung abgesetzt. Kapitelfarben haben jeweils einen Bezug zum Inhalt ihres Kapitels. So steht Rosa für den naiven Blick des Optimisten. Deswegen wird es für das erste Kapitel verwendet, bei dem es um den Optimisten selbst geht. Die Farbe Gelb, die Farbe des Glücks, die Farbe des Neids. Sie repräsentiert die Verachtung, die einen entgegenschlagen kann, wenn man eine optimistische Meinung vertritt, die nicht dem gesellschaftlichen Konsens entspricht. Es ist die Farbe des zweiten Kapitels, bei dem es um die Behandlung des Optimisten durch andere geht.
Schwarz steht für den Untergang und Pessimismus. Es findet Anwendung in dem Kapitel über Schwarzmalerei, Sorgen und Krisen. Der Rotton steht für Revolution und Konflikt. In seiner Intensität ist er etwas gedämpft und verdeutlicht so eine Trägheit innerhalb der Politik. Kapitel 4 handelt von mangelndem Optimismus im politischen Diskurs und trägem Revolutionsgeist. Der blaue Ton steht für die Ferne, die Weite und die Freiheit. Er soll die offene Zukunft des letzten Kapitels repräsentieren. Fremdtexte stehen nicht auf dem sonstigen Rosaton der Seiten, sondern auf einer Abstufung ihrer jeweiligen Kapitelfarben. Kernelement der Kapitelseiten ist die überdimensionierte Nummer, die mehrfarbig gedoppelt wird. Innerhalb des Buttons steht dann der Kapitelname. Kapitelfarben setzen sich auf den Zitatseiten innerhalb des Kapitels fort und helfen so, das Buch zu gliedern. Textseiten werden durch freigestelltes Bildmaterial und Buttons ergänzt. Große Zitatseiten werden durch Bildmaterial ergänzt. Besonders aussagekräftige Zitate können auch reine Textseiten sein. Vielfarbige Seiten und Rundsätze schaffen immer wieder Aufmerksamkeit. Das Fazit. Was habe ich aus meiner Bachelorarbeit lernen können? Mit einem negativen Ausgang zu rechnen gilt im heutigen Diskurs als seriös. Wir schmeicheln uns, realistisch zu sein. Wir arbeiten hart, erwarten aber nicht viel. Tatsächlich ist dies der leichte Weg und nicht der schwere. Anerkannte Katastrophenszenarien als unabwendbar hinzunehmen, erfordert keine Kreativität, keinen Mut, so eckt man nicht an, die Zustimmung vieler ist einem gewiss. Ein Ziel trotz Rückschlägen und Frustrationen zu verfolgen, an das Gute zu glauben, sich gegen die vorherrschende Meinung zu stemmen, das erfordert Mut und Kraft. Ich will dem Optimisten unter die Arme greifen, ihm ein kleines Stück des Weges ebnen, den wir alle beschreiten sollten. Die Frage ist nicht, für welche Untergangsszenarien müssen wir uns wappnen, sondern für welche Utopien haben wir die Kraft. Vielen Dank.